Hallo, herzlich willkommen bei Gold Mining in Germany. Ich bin Daniel, Serdar nimmt gerade auf. Wir sind heute an der Alz und dort sind wir auf der Suche nach Gold. Heute geht es um die Frage, Goldsuche erlaubt? Ja, nein, wo? Heute haben wir Profis hier und gehen der Frage nach. Mal ganz kurz, wie du heißt, Thomas. Und du machst hier was genau? Goldwaschen. Und ja. Das sind Funde aus der Lukmania-Schlucht in Disentis in Graubünden in der Schweiz. Okay, wie lange hast du dafür gebraucht? Also das ist jetzt schon das Ergebnis über, sage ich mal, die letzten 10 Jahre. Aber das ist schon ordentlich, ne? Ja. Jawohl. Dein Kollege hat auch so ein schönes. Ja, genau, das ist das zweite. Das ist die Familienbox praktisch. Die Schatulle. Ja, genau. Ich gehe mal darüber. Okay, und du bist jetzt der? Ich bin der Peter. Okay. Ich bin der Bruder von Thomas. Jawohl. Ihr habt richtig gut gefunden. Ne? Ja, ja, alle da vorne. 10 Jahre. Ja, ja. Und am vierten Stein. Ja, genau. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dem. Ja, das ist teilweise Tauerngold. Teilweise aus der Schweiz, teilweise logischerweise Tauern Österreich. Und wenn man gut ist, wenn man gute Stelle hat, kommt man am Tag ungefähr zwischen 1 und 2 Gramm raus. Da. Wenn man Pech hat, wäscht man Steine. Ja. Also ganz, ganz unterschiedlich. Und die Farbe unterschiedlich ist deswegen gegeben, weil im Mühbereich gewisse Atome mehr vorhanden sind. Also beim rötlichen mehr der Kupferanteil, beim Weißgold mehr entweder Platin oder Silber. Ihr habt das wirklich auf Größe, habt ihr das separiert? Ja, teilweise auf Größe separiert und teilweise ist es so, dass ich das ist meine Aufgabe dann im Winter meistens, dass ich, oder wenn man von der Kur heimkommt, dass ich das Black Sand Gemisch, wobei schon ziemlich stark rein ist, aber es ist immer noch was Größeres dabei, kommt bei mir auf den weißen Teller, wird dann hier heiß gemacht. Und dann kommt mit der Lupe, mit der 10-fach-Lupe, mit dem Sandstrahl und jedes einzelne Teil. Deswegen, das Hobby haben wir auch. Ja. Und deswegen ist es im Prinzip so. Was ist das jetzt für eine? Das ist also Teil. Das ist der Silberanteil, das wir. Der ist extrem hoch. Das ist Wahnsinn. Der ist wirklich sehr hoch. Der Silberanteil. Jetzt mal in der Hand. Schau dir das an. Schön. Also, das ist schon fantastisch. Ein bisschen kennen wir uns aus. Der ist schön, den habe ich vorhin schon gesehen. Der ist am Quarz dort, wie das vordere. Ja. Das ist Quarz. Das ist Quarz. Da hängt noch drauf. Boah. Der Tauern hat das Problem. Ich suche meistens in. An Stellen, wo die Primärstelle relativ nahe ist. Und dann ist natürlich die Gegebenheit, dass sich Nugget bildet, relativ gering. Ja. Aber. Also, du hast halt dann Primärgold da, Möglichkeiten. Die Möglichkeiten sind da. Ja, da müsste ich aufsteigen. Das ist das, wo ich sage, das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Jetzt haben wir auch Meißel irgendwo in Quarz gegangen. Nein, das ist klar. Wobei, da gibt es sicher andere Stellen, die interessanter sind. Heute sind wir hier an der Alz zum Goldwaschen. Wo dürfen wir waschen und welche Waschrinnen gibt es überhaupt? Ja, das wo dürfen wir ist ja immer so eine Sache, ziemlich schwierig, gibt es ganz viele Meinungen. Im Grunde ist es ja so, dass wir einen Gemeingebrauch haben, in Bayern letztendlich. Ne? Ist ja auch Ländersache und auch Kreissache. Und am sichersten ist man halt einfach bloß, wenn man mit Schaufel, der kleinen Schaufel und mit einer Goldwaschwanne geht. Das zählt zu dem Gemeingebrauch in Bayern und wenn man dann noch ein bisschen aufpasst auf die ganzen Schutzgebiete, Fischereischutz und Landschaftsschutz und Naturschutzgebiete, dann ist man eigentlich schon auf der sicheren Seite. Und dann fehlt noch das Gold, ne? Glück auf! Glück auf! Heute schauen wir uns noch ein paar Waschrinnen an, was heute alles am Start ist.
Da habe ich gesehen, da sind sehr viele unterschiedliche Rinnentypen dabei. Keen, Bavaria, Selbstbaurinnen und so weiter. Wir gehen da mal an alle Rinnen ran und schauen uns an, wie die funktionieren. So, Andi, deine Waschrinne, erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Das ist nichts Besonderes. Das ist eine ganz normale Keen, große. Heute die 52er? Die 52er. Heute mal immer ausgestattet mit Meinausmoos, weil jetzt ich weiß, wie die Strömung ist und mit Strecke da drin, da staut sich das dann alles ein bisschen. Und nur mit Meinausmoos, da wird es dann schön durchgewaschen. Ohne Streckmetall? Ohne Streckmetall. Okay. Weil mit Streckmetall, da, wenn die Strömung nicht stark genug ist, dann staut sich das, dann wird es gescheit durchgewaschen. Mhm. Und so nur mit diesem Riffelrahmen auf Meinausmoos habe ich auch schon gute Erfahrungen gemacht. Fängt sich einiges an. Der Biber war auch hier, gerade entdeckt. Leute, wir sind hier beim Goldwaschen an der Alz. Die Geologie bisschen, ja? Will das einer wissen? Leuchte mal dahin. Das ist der Konglomerat, das sind die Endmoränen. Wenn man da so hoch schaut, das sind die komplette Endmoränen von im Chiemsee-Gletscher. Die sind ungefähr 400.000 Jahre alt. Und das letzte Mal, wo ich hier war, ist 6-7 Jahre her. Und das hat sich komplett verändert. Was geblieben ist, sind diese Untiefen hier drin. Und da möchte ich mal rein. Da wollte ich schon früher immer rein. Aber naja, gut, da liegt das Gold drin. Wir haben schon Gold drin. Ja, das ist unter Millimeter. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Weit unter Millimeter. Das ist das da. Da ist einer drin. Und wir hoffen natürlich, dass wir ein bisschen größere Goldflitter finden. Hier irgendwie dort hinten, der hat wieder die beste Stelle. Die hat oberflächlich, hat sie schon 2 1-Millimeter Stücke rausgeholt und mehrere weit unter Millimeter. Was interessant ist, das möchte ich noch mal hier erwähnen, wir haben hier Goldsphärolen. Das sind ganz kleine Goldkügelchen. Das ist hier eigentlich das Gebiet. Und diese Goldkügelchen lassen sich meistens nur unter dem Mikroskop separieren oder eben auch finden. Da ist ja immer so eine Frage, wo die herkommen. Ne? Und andere sagen vom Meteoriteneinschlag, andere sagen, das ist vulkanisch oder wie auch immer. Manche sagen, dass das von der Umwälzung ist, dass die rund wären. Ja, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Letztendlich sind die einfach schön zu sehen, anzuschauen, und so muss man eine Sammlung haben. Wir haben hier unterschiedliche Waschrinnen diesmal. Wir haben hier eine Easy Sluice von ProAdMe. Das ist ein offenes System. Man kann die auch einsetzen mit einem geschlossenen System. Die haben wir, glaube ich, da vorne. Und die ist halt optimal für einen Schnellauswasch oder für ein Slow Water, also für langsame Strömungen. Dann haben wir hier nebenan die gute alte Bavaria. Das ist, glaube ich, die Prospektionsrinne. Ne? Ja. Die Prospektionsrinne, das ist die Bavaria. Und die ist halt eine richtig Top-Rinne für einen Rucksack. Und da müssen wir die Blätter rausmachen. Eine richtige Rucksacksrinne. Ja, und Gold fängt die natürlich auch, ganz klar. Ne? Dann haben wir da hinten noch Erdkante. Da haben wir hier eine Goldblitzrinne, und das sind mit die einzigen Rinnen, die eine Breite von 30 cm haben. Das ist so eine richtige Produktionsmonsterrinne. Geile Sache, habe ich auch zu Hause, wunderbar. Gibt es unterschiedliche Trichter. Das ist der kleine Trichter. Das ist der kleine Trichter, ne? Ja. Ja. Also das ist ja, Goldblitz ist ja auch ein Markenprodukt, und das macht halt auch verdammt Spaß. Dann haben wir hier eine Easy Sluice, das ist dieselbe in grün, wie wir die vorher gesehen haben, nur diese ist einmal offen, dieser Bereich ist offen, dieser Bereich ist offen und dieser Bereich ist geschlossen. Das heißt, es ist so eine Hybridrinne. Ne? Funktioniert bestens auch für langsames Wasser, im geschlossenen System natürlich auch für schnelles Wasser. Und auf Landpunkten, da wo die Irmi ist, da haben wir noch eine Prospektionsrinne von Keen. Das sind ja die, wo wir anfavorisieren. Das sind wirklich gebirgstauglich. Schnellwasserrinnen und so weiter und so fort.
Und dann haben wir noch eine große Keen, die kommt nachher noch später im Einsatz vom Andi. Hier haben wir die kleine Keen-Prospektionsrinne im Einsatz. Auch hier schön zu sehen, ein kleiner Damm außenrum. Vielleicht finden wir einen oder anderen Flitter. Guck mal, hier vorne ist ganz vorne bei einer. Jawohl. Hier an der Seite, da, hier sind welche. Ach, sind schon ein paar kleine drin. Jawohl. Läuft nicht gescheit, aber es wird schon. Muss man Geduld haben. Jawohl, das sind zwei schöne Goldflitter hier. Jawohl. Bis so geht. Hier haben wir die Keen im Einsatz. Das ist dann alles zu vergrauen, das Gold, das jetzt findest. Boah, so, dass du es nicht siehst, das war da war. Die Kunst. Diesen Stein da oben drauflegen. Das traue ich dir schon zu, dass du das gescheit machst. So. Na, damit das Wasser drüber spülen, dass es ausschaut wie ein Film. Scheiße. Ich wusste nicht, Sesamstraße oder Muppet Show? Sesamstraße war das. Ja, der wird heute Abend aus der Dusche kommen, weißt du, so wird er rauskommen, dann wird er da stehen und es trocknet dann von selber ab und dann geht er so auf die Couch. Oh, bumm. Ja, so ist das. Puff, machtlos. Geil. Ja, Jochen. Da wird man wieder jung, ne? Ich nehme ganz einen kleinen Test. Am Rand halt eben, wo ich vermute, dass sich da eine Anreicherung gebildet hat, wo die anderen woanders suchen. Aber ich sehe jetzt schon am Rand 3-4 Stück. Das heißt, ich bin. Zeig mal. Man sieht schon. Da oben flittert hier, ne? Ja, und da sind gleich mal 10 oder sowas halt eben. Wo die anderen 2 oder 3 haben. Oh. Oh. Jawohl. Und wir sind jetzt hier ganz am Uferbereich. Genau, wir sind jetzt so in so einer Art Grappling halt eben, das sich gebildet hat. Der sehr sandig ist und trotzdem ist da das Gold drin halt. In der Uferböschung sozusagen. Ja, oder in der neu gebildeten, auf dem Kieswerk entstandenen Böschung halt eben. Da hinten ist ja auch wieder Kies. Das ist nur so ein Drappen, der sich gebildet hat. Jawohl. Ja, das ist ordentlich, und man, ne? Und es ist aber sehr sandig halt eben, das normalerweise wird da keiner suchen. Ja. Ja, das ist sehr gut. Sehr gut.
Jawohl. Sehr feines Zeug auch dabei. Feingold. Gut. Glück auf. Glück auf. So, ein schöner Tag im Goldwaschen geht zu Ende. Wir haben jetzt heute ja, so 10-15 Eimer müssen es gewesen sein, also große Eimer durchgesiebt und gewaschen. Und wir werden die Ausbeute dann zu Hause in der Feinwaschrinne anschauen. Also da bin ich ganz zuversichtlich. Es hat gut gefunkelt in der Rinne und wir sind gespannt. So, wir haben jetzt heute auch neue Goldwäscher dazu bekommen. Du bist der? Ich bin der Ben Hunter. Servus, grüß euch. Der Ben, jawohl. Unglaublicher Zufall. Ich gehe mal hier ab und zu mal spazieren gehen und dann sage ich zu der Sabine, das wird doch nicht die Gruppen sein aus Facebook. Und dann gehe ich runter und dann war es wirklich. Ja. Unglaublich. Ich habe zwar nasse Füße, ich habe nichts dabei gehabt. Ich bin da rein in das kalte Wasser. Das war ein super geiler Tag. Vielen Dank nochmal an alle. Echt saugeil. Super. Wahnsinn. Ich bin blick durch die Runde. Nachdem wir dein Leben jetzt so bereichert haben, du kannst ja die ganzen Rucksäcke nehmen. Ja, ich nehme alles. Das ist scheißegal. Nachdem wir dein Leben kannst du die Rucksäcke tragen. Das ist so cool. Auf in die Riesen, ja was.